Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA Online, denn heute zeige ich euch sehr praktisch nach dem Update natürlich einen richtig geilen Money Glitch. Dieser Money Glitch ist so gesehen sogar Solo bzw. Semi-Solo. Was das Ganze bedeutet, erfahrt ihr natürlich gleich. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, Leute, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und außerdem, Leute, für die, die mich auch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Glitches in GTA Online. Aber ich würde mal sagen, fangen wir doch mal direkt an. Was braucht ihr denn eigentlich für diesen Glitch? Für diesen Glitch, Leute, braucht ihr natürlich einen Bunker inklusive MOC. Im dritten Abteil, Leute, des MOCs braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge und im Lager für persönliche Fahrzeuge, Leute, braucht ihr ein Fahrzeug, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt. Also einen kostenlosen LG oder einen Fudgy-Roller, wie ich hier in diesem Video benutze. Außerdem, Leute, braucht ihr hier auch eine Autowerkstatt von LSK mit DLC. Und ganz wichtig, diese Autowerkstatt muss voll sein. Und außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch ein Fahrzeug, was ihr für diesen Glitch euch duplizieren wollt. Also in diesem Video werde ich zum Beispiel ein Easy Classic aus der Arena-Werkstatt duplizieren, aber ihr könnt genauso gut den LG Retro Custom oder andere Fahrzeuge duplizieren. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch den Tauchanzug-Glitch. Den Tauchanzug-Glitch selber werde ich in diesem Video nicht zeigen. Falls ihr nicht wisst, wie dieser Glitch geht, in der Videobeschreibung habe ich ein Video verlinkt, wo ich das mal gezeigt habe. Aber ihr braucht ihn für diesen Glitch, das ist natürlich auch sehr wichtig. Aber ich würde mal sagen, fangen wir doch mal direkt an. Denn als erstes, Leute, müsst ihr für diesen Glitch tatsächlich in einer öffentlichen Sitzung sein. Denn wir müssen jetzt jemanden suchen, der die gleiche Autowerkstatt hat wie ihr selbst. Das bedeutet, wir gehen jetzt auf eine öffentliche Sitzung und fahren so gesehen mit unserem Fudgy-Roller, der natürlich nicht in der Autowerkstatt ist, weil dagegen und schauen mal, werden wir jetzt hier reingezogen oder ist auch noch ein anderer Typ da, der die gleiche Autowerkstatt hat wie ich. So hier im Video. Deswegen, Leute, ist dieser Part so gesehen solo. Ihr sucht euch einfach in irgendeiner Open Lobby jemanden, der die gleiche Tuning-Garage hat wie ihr. Je nachdem, welche Tuning-Garage ihr habt, kann das auch mal länger dauern, die Suche. Oder ihr macht es halt semi-solo. Das bedeutet, ihr nehmt einen Freund, der mit bei euch in Sitzung joint. Der muss nichts machen, aber er braucht halt die gleiche Tuning-Werkstatt wie ihr. Das ist so gesehen die Semi-Solo-Variante, ist natürlich auch einfacher. So, in meinem Fall habe ich in einer Open-Lobby gemacht, also sprich für mich komplett alleine. Und habe auch jemanden hier gefunden, der die gleiche Tuning-Garage hatte wie ich. Ja, Zufall, ne? Aber ich würde mal sagen, gehen wir auch nochmal direkt ans Duplizieren. Denn als erstes, Leute, müssen wir jetzt erstmal unseren MOC zu uns bestellen. Das bedeutet, wir holen jetzt unseren MOC und parken jetzt irgendwo neben der Autowerkstatt. Also irgendwo, wo frei ist. Und ganz wichtig, Leute, der blaue Punkt vom MOC muss sichtbar sein, wenn ihr zu Fuß davor steht. Wirklich sehr wichtig. Also am besten irgendwo hinparken, wo es ein bisschen abgelegener ist. Also in meinem Fall habe ich hier so eine Nebenstraße gefunden, da war es perfekt. Gut, habt ihr es dahin geparkt, Leute, müssen wir jetzt zu Fuß rein und holen uns unser Fahrzeug raus, was wir diesen Glitch verlieren können. In meinem Fall ist es hier ein Fudgy-Roller. So, ihr könnt euch jetzt auch das Nummernschild theoretisch merken, denn das Nummernschild werdet ihr später auf unser dupliziertes Auto wiederfinden. Nur so als kleine Info. So, als erstes, Leute, testen wir natürlich nochmal, ob der Typ, der die gleiche Tür in der Garage hat wie wir, vielleicht die Sitzung verlassen hat. Ne, das kann ja sein, deswegen kurz nochmal testen. Ah, ne, perfekt, er ist noch da. Denn als nächstes, Leute, fahrt ihr wieder ein paar Meter zurück. Und wählt jetzt die Granate aus in euren Waffen. Denn ihr müsst euch jetzt in die Luft jagen. Das bedeutet, wir werfen jetzt eine Granate gegen das Garagentor. Wir fahren jetzt mit dem Fudgy-Roller oder LG, wie auch immer, gegen das Garagentor. Wählen unsere eigene Garage aus, drücken einmal X, Leute. Dadurch kriegen wir die Meldung, ey, deine Garage ist voll, müsst du umparken. Und in dieser Meldung müssen wir bleiben, bis wir sterben. Und zack, bum, bam, ja, ich bin gestorben, die Granate ist hochgegangen. So, ihr werdet jetzt spawnen, denn als nächstes müssten wir das Fahrzeug uns bestellen, was wir diesen Glitch duplizieren wollen. Also in meinem Fall ist es ja der Easy aus der Arena-Werkstatt. So, ich habe mir jetzt hier zu mir bestellt und ganz wichtig, Leute, wirklich, bevor ihr einsteigt, öffnet jetzt euer Interaktionsmenü und das Interaktionsmenü muss offen bleiben. Ganz wichtig, denn wir haben unser Instruktionsmenü jetzt geöffnet, steigen jetzt ein und fahren jetzt mit dem Fahrzeug zu unserem MOC. Seid jetzt bei eurem MOC angekommen, Leute, geht jetzt bitte sicher, dass irgendwie kein Straßenfahrzeug den blauen Punkt behindern könnte oder irgendeine NPC-Person etc. Der Platz muss jetzt frei sein, so frei wie bei mir halt. Denn wir fahren jetzt ungesehen auf den blauen Punkt, denn wenn ihr jetzt euer Fahrzeug ungefähr so geparkt habt, wie ich ihn jetzt hier im Video geparkt habe, also so Abstand zwischen MOC und unserem Fahrzeug, schließt ihr jetzt das Interaktionsmenü.
Und was passiert, Leute? Ihr habt auf einmal so einen flackernden Bildschirm und habt ein Blackscreen, Leute. So, normalerweise werdet ihr sofort in MOC reingeladen. Falls es aber bei euch nicht so ist, so wie gerade bei mir, Leute, sagt man sich, es hilft, wenn wir jetzt einfach ins PlayStation-Menü reingehen, dort kurz 5 Sekunden warten und wieder zurückgehen. Dadurch werden wir wieder irgendwie reingeladen und sind nicht mehr gefroren. So, ich habe das hier tatsächlich auch im Video gemacht, aber bei mir ging es erst trotzdem nach 10 Sekunden, nachdem ich das gemacht habe, erst weiter. Aber es ging weiter, deswegen macht's einfach, wenn es bei euch genauso ist wie bei mir. Aber ich kann nicht genau sagen, ob das jetzt wirklich hilft oder nicht, also I don't know. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal in unseren MOC mit dem Fahrzeug, was wir uns duplizieren wollen. Und nein, noch ist es nicht unser Duplikat. Aber das machen wir jetzt tatsächlich, denn wir öffnen jetzt hier einfach mal die Türen vom Fahrzeug und machen jetzt den Taucheranzug-Glitch. Das bedeutet, wir registrieren uns jetzt als MC-Präsident oder CEO und machen jetzt den Taucheranzug-Glitch. Das bedeutet, ich werfe ganz, ganz, ganz viele Lufttanks dahin. Und zwar so, Leute, dass euer Fahrzeug eingeklemmt ist. Das bedeutet, wir müssen uns jetzt hier rein und raus teleportieren. So, habt ihr es so gemacht? Testen wir uns natürlich auch, dass wir uns rein und raus teleportieren. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier am Ende des Fahrzeugs, drücken jetzt mal Dreieck, zack, ich werde rein teleportiert und drücken nochmal Dreieck. Aber beim nochmal Dreieck habe ich gemerkt, ey, ich steige ja aus. Und wenn ihr normal aussteigt, Leute, wisst ihr, okay, hier ist eine Stelle, die nicht ganz, ich sag mal, portbar ist. Das bedeutet, da müsst ihr nochmal ausbessern. So, Leute, wenn ihr denkt, yo, das passt jetzt alles, mein Auto sollte jetzt portbar sein, dann geht es auch wieder zurück zu eurem MOC, geht so gesehen zum Ausgang. Aber Leute, ihr müsst jetzt zum Fahrzeug schauen, was ihr euch duplizieren wollt. Denn oben öffnet sich jetzt das Menü, das ihr das MOC verlassen möchtet. Denn wir müssen jetzt hier in diesem Menü gleichzeitig X zum Rausgehen vom MOC und Dreieck, um in unser Auto rein zu teleportieren. Das bedeutet, wir gehen raus und teleportieren uns rein, gleichzeitig ins Auto. So, in meinem Fall hat das jetzt gerade nicht funktioniert, weil mein Auto irgendwo nicht portbar war. Meine Güte. Aber das ist tatsächlich nicht schlimm, Leute, wenn es bei euch auch passiert. Denn wir gehen jetzt einfach wieder zurück zu unseren MOC hinein und versuchen das Ganze nochmal mit einem Taucheranzug flaschen. So, ich habe es jetzt wieder gemacht und ich bin jetzt ziemlich sicher, Leute, dass das jetzt funktioniert. Das bedeutet, wir gehen jetzt wieder zu unserem MOC-Ausgang, so dass wir oben haben, MOC verlassen. Aber Leute, wir gucken natürlich noch zum Auto, wieder hier gleichzeitig Dreieck und X und zack, bum, bam, ich spawne mit dem Fahrzeug draußen. Und Leute, achtet aufs Nummernschild, mein Nummernschild hat sich gerade geändert, denn es ist das Nummernschild von unserem Fahrzeugroller. Und genau das ist jetzt der Grund, Leute, warum wir auch für diesen Glitch kein eigenes persönliches Nummernschild brauchen, denn das hier sind Clean Dupes, Leute. Wie geil ist das denn? Aber Leute, euer Duplikat ist noch nicht abgespeichert. Um das Fahrzeug jetzt wirklich final abzuspeichern, müsst ihr einfach mal kurz wieder zurück ins MOC reinfahren. Und sobald ihr mit eurem Duplikat im MOC gespawnt seid, ist das Fahrzeug jetzt komplett gesaved und ihr könnt auch theoretisch jetzt GTA schließen oder weiter glitchen, je nachdem, was ihr halt machen wollt, ne? Aber Leute, ich würde sagen, ich schaue doch mal, was das Fahrzeug denn geldtechnisch denn bringt, ne? Also in meinem Fall bringt es hier so ein Easy-Duplikat 1,5 Millionen GTA-Dollars. Aber Leute, das kann auch bis zu 1,8 Millionen GTA-Dollars sein, wenn ihr wirklich komplett alles aufgetunt habt. Und Leute, für roundabout zum ersten Mal 10 Minuten Arbeit ist das schon echt viel Geld. Und je nachdem, wie oft ihr es macht, werdet ihr natürlich auch schneller. Ne? Mehr Profit pro Zeit so gesehen. Aber gut, Leute, ich habe jetzt genug gelabert. Wenn euch dieser Glitch gefallen hat und euch sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch mal einen fetten Daumen nach oben da. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, warum nicht? Der Glitch funktioniert doch also. Let's go. Aber ich bin raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.